Ich möchte heute mit dir über die wichtigste Person auf dieser Welt sprechen. Und zwar über dich. Hallo und herzlich willkommen in deinem Lebe-Glücklich-Podcast. Mein Name ist Linda Giese, ich bin Seinspotenzial-Coach und Chakra-Therapeutin. Ich möchte über dich sprechen, weil ich glaube, dass jeder Einzelne von uns auf der Suche ist. Auf der Suche nach seinem wahren Sein, nach dem Sinn des Lebens, nach seinem eigenen Beitrag auch für die Welt und auch auf der Suche ist danach, ja, glücklich zu sein. Und ich glaube, da gibt es einfach so viele Missverständnisse und dabei sind die Tools, die wir dafür zur Hand haben, ja, einfach so leicht und für jeden verfügbar. Und vielleicht können wir heute ja einfach mal tiefer eintauchen in deine Befindlichkeit, in dein eigenes Leben, in das Leben, wie es für dich weitergehen soll, wie du dich fühlen möchtest und ja, vielleicht sogar auch, wie du diese Krise, in der wir alle stecken, auch für dich nutzen kannst. Denn auch hier glaube ich, dass wir ein ganz großes Geschenk zur Verfügung haben. Und zwar ist unser Leben aufgebaut auf ganz vielen Momenten in unserem Leben. Wir machen uns oft gar nicht so sehr bewusst, dass wir eine Erfahrung nach der anderen aneinanderreihen und ein Erlebnis nach dem anderen uns prägt, aber uns auch weiterbringt. Und hier haben wir ganz viel Eigenverantwortung. Und zwar im positiven Sinne. Ich weiß, das Wort wird manchmal gar nicht so gern gehört, aber ich finde das Wort mittlerweile so wunderschön, Eigenverantwortung. Das hat was von Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung zu tun. Und ich spreche ganz häufig in meinem Podcast oder auch in meinen YouTube-Live-Beiträgen davon, dass wir alle miteinander eine Perlenkette bilden und dass diese Kette immer nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Und bei einer Belastungsprobe zerreißt die Kette genau dort, wo sie schwach ist. Und ich beziehe das immer so auf die Gesellschaft und aufs Allgemeine. Doch möchte ich heute mal mit dir darüber sprechen, dass du selbst für dich ganz persönlich auch solch eine Perlenkette fädelst. Und zwar jeden Tag von Anbeginn deiner Geburt. Zu Anfang haben wahrscheinlich deine Eltern die ein oder andere Perle aufgefädelt. Dann das Bildungssystem, Großeltern, Geschwister, Freundschaften, die du eingegangen bist, Partnerschaften, die du eingegangen bist. Und manche Perlen sind vielleicht schwarz und dunkel, andere vielleicht bunt und leuchtend schön. Und alle zusammen bilden eine Kette. Und dort, wo deine Kette schwach ist, wo schwache Glieder vorhanden sind, dort ist deine Perlenkette einfach bei einer Belastungsprobe sehr brüchig. Und was nicht zu unterschätzen ist, dass wir Tag für Tag fädeln wir weitere Perlen auf diese Perlenschnur und tragen sie sozusagen um unseren Hals. Und frage dich jetzt mal, ist da eine Kette, die du um den Hals trägst, eher so eine schwere, dir Luft abschnürende Kette, weil du nur die dunklen und die schwarzen Perlen siehst, oder trägst du deine Kette mit Stolz, ja, mit Selbstverwirklichung, mit Dankbarkeit? Und warum bringe ich dieses Beispiel der Perlenschnur, der Perlenkette? Weil ich gerne darauf aufmerksam machen möchte, dass es nichts Unwichtiges in deinem Leben gibt, dass es kein Ereignis gibt, was nicht ein Teil dieser Kette sein wird in deinem Leben. Und so wie du heute zurückblicken kannst auf vergangene Ereignisse, die eventuell schmerzhaft waren, aber auch Ereignisse, auf die du stolz sein kannst, wo du was gelernt hast, wo du etwas überwunden hast, wo du etwas erreicht hast auch, ja. Das fühlt sich natürlich im Rückblick immer anders an, als in diesen Momenten, wo wir diese Perle auf unsere Perlenschnur fädeln. Und so ist das auch jetzt. Du wirst irgendwann zurückblicken auf diese jetzige Zeit und wirst ganz anders darüber denken, als du es vielleicht jetzt in diesem Moment tust. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass das Leben erstens weitergeht und auch wir jeden Tag Perle für Perle auf unsere Perlenschnur fädeln und mit
diesen Perlen letztendlich das gesamte Weben, Bilden, macht es unglaublich Sinn, damit verantwortlich, eigenverantwortlich umzugehen. Denn was tust du heute dafür, dass deine Perlenkette am Ende eine wunderschöne Perlenkette ist? Natürlich wird das Leben dir immer wieder mal auch eine dunkle Perle mit auffädeln. Ja, ich habe das im Moment. Boah, mir fällt wirklich so eins nach dem anderen vor die Füße, wo ich denke so, nein, was will das Leben mir hier sagen? Ja, wo ich ja Menschen nochmal überdenke, die nah in meinem Umfeld sind, wo ich ja Menschen oder ja Strukturen ist das richtige Wort, das habe ich gesucht, noch mit mir rumschleppe, einfach weil ich glaube, sie gehören zu meiner Perlenschnur dazu und mich wirklich fragen muss, möchte ich diese Perle immer wieder neu auffädeln, ja, diese Farbe von mir aus, ja. Ja, diese Strukturen haben ihre Perlen in der Kette hinterlassen, aber möchte ich von diesen Perlen auch weiterhin immer wieder eine Perle auffädeln oder habe ich den Mut zu sagen, ich springe hier ins Ungewisse und ich lasse die ein oder andere Perlensorte einfach mal los und nutze stattdessen eine andere. Und das ist das, was bei mir gerade passiert. Und deswegen, mir kam einfach dieses Bild und ich wollte mit dir so gerne darüber sprechen, weil manchmal, bei mir ist es so, wenn wir Bilder haben, dann können wir die Dinge manchmal mit ein bisschen Abstand von der anderen Seite aus betrachten. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade in deinem Leben geht und was du alles dafür tust, damit es dir gut geht, damit du glücklich bist und dass du einen guten Weg hast für dich und deine Familie. Mache dir bewusst, dass alles das, was du tust, was du entscheidest, eine Perlenschnur auf deiner Kette ist. Und interessant ist, dass auch all das, worum wir uns nicht drum kümmern, obwohl wir uns drum kümmern sollten, Entscheidungen nicht treffen, uns vor ihnen drücken, obwohl sie eigentlich dran sind. Das sind auch Perlen. Das sind auch Perlen. Das ist so wichtig. Und wir haben jetzt wirklich eine Lebensphase, auch kollektiv, wo jeder Einzelne für sich überlegen darf, welche Perlen fädel ich weiter auf meine Perlenschnur. Denn wenn du dich abends zur Ruhe legst, dann legst du dir die Kette um. Ja? Und am nächsten Morgen nimmst du sie wieder ab und der Tag wird dafür sorgen, dass du wieder eine Perle nach der anderen auffädelst, ob dir das bewusst ist oder nicht. Und dann abends legst du sie wieder um. Es ist immer deine Kette. Und das ist deine Lebenskette. Sie führt dich bestmöglich zu deinem Seelenplan, zu deiner Berufung, zu deinem Sein. Und Bewusstheit ist das erste Tool. Uns wirklich bewusst zu sein, dass wir so durchs Leben gehen, dass keine Entscheidung und keine Nichtentscheidung verblasst, sondern sie ist ein Teil deiner Kette. Deswegen entscheide weise, wähle gut, wähle achtsam, wähle bewusst. Und manchmal sind unsere Entscheidungen und unsere Wahlen, die wir da treffen, unangenehm. Und nicht immer fühlt sich das glücklich an. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass auch Momente, wo wir uns vielleicht nicht so gut fühlen, weil sie unbequem sind, weil sie uns fordern, dass diese Momente letztendlich Perlen auf unserer Schnur sind, die im Endeffekt etwas ausmachen, was uns weiterbringt, was uns nach vorne bringt. Ein nächstes Tool ist, die eigene innere Wahrheit zu spüren, sich wirklich mal hinzusetzen und zu überprüfen, was sind meine wahrhaftigen Wahrheiten und was schleppe ich einfach ungeprüft aufgrund von Erziehung, von Prägung, von Glaubenssätzen, von Schutzprogrammen noch mit mir rum. Und
deine Seinspotenziale kennenlernen. Deine Seinspotenziale sind einfach die geilsten Tools, ja, das müssen wir einfach mal ganz klar festhalten, ja, denn sie tragen dich durch jeden Sturm. Sie sind die Brücke, die dich immer wieder mit dir und deinem wahrhaftigen Leben verbinden. Und deine Seinspotenziale sind immer die Werkzeuge, mit denen du jede Krise meistern kannst und dich immer wieder in dein energetisch hohes Level bringen kannst. Und zwar in allen drei Säulen deines Seins. Was sind diese drei Säulen? Deine drei Säulen sind zum Beispiel deine Beziehung zu deinem Körper. Dein Körper ist ein Teil von dir. Und wie ist deine Beziehung zu deinem Körper? Achtest du gut auf ihn? Wie denkst du über ihn? Wie fühlst du dich in deinem Körper? Wie hast du das Gefühl, dass er im Außen wirkt? Wie er gesehen wird? Wie siehst du ihn selbst? Ja, bist du in Liebe und in Frieden und in Achtsamkeit oder lehnst du ihn ab? Die zweite Säule in deinem Leben sind die Beziehungen zu anderen Menschen. Denn so wie du mit anderen Menschen Beziehungen pflegst, so kommst du auch an dich selbst heran. Das ist ganz wichtig. So jede einzelne Beziehung, es geht nicht nur um Partnerschaft, es geht auch um Freundschaft, um Arbeitskollegen. So wie du deine Beziehungen pflegst, so pflegst du auch die Beziehung zur Welt. Du und die Welt, denn deine Beziehungen sind wie so Synonyme, ja, wie so Platzhalter für die gesamte Welt. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass du gute Beziehungen hast in deinem Leben. Deine Beziehungen in deinem Leben sind immer wieder so diese Ankerpunkte, die dich in deinem Leben verankern. Ich hatte eine Lebensphase, da habe ich mich sehr zurückgezogen von der Welt, da habe ich mich sehr zurückgezogen, auch von Beziehungen. Ich bin einen Weg gegangen, wo ich sehr lange sehr alleine war. Das war für eine Zeit lang gut. Und doch hat mich wieder zurückgeholt in die Welt, ins Leben sozusagen, haben mich meine Beziehungen. Aber ich musste selber aktiv werden. Ich musste selbst hingehen und Freundschaften wieder aufbauen, Freundschaften aktivieren, Menschen einladen, in mein Leben auch wieder einladen und willkommen heißen. Und da möchte ich dich auch gerne bitten, dass du einfach mal schaust, wie sind deine Beziehungen zu anderen Menschen? Wo hast du da eventuell noch Verbesserungspotenzial? Ja, wo kannst du etwas Positives für dich und die anderen noch in die Verbindung bringen? Denn wir sind hier in dieses Leben abgeworfen worden, um Beziehungen zu pflegen. Beziehungen sind ein göttlicher Aspekt, über den wir uns selbst erkennen. Und hier schlagen wir schon die Brücke zur nächsten Säule. Denn die dritte von den drei Säulen, das ist die Beziehung zu dir selbst. Wie bist du mit dir seelisch und psychisch verbunden? Welche Glaubenssätze trägst du in dir über dich selbst? Und da haben die meisten von uns eine riesengroße Hölle in sich und wünschen sich schon fast, dass kein anderer sieht, wie wir selbst über uns denken. Und hier solltest du auch aufpassen, dass du da gut mit dir selber umgehst. Also diese drei Säulen, die sind für mich absolut maßgeblich. Der Körper, die Beziehungen und unser Sein. Deswegen auch die Seinspotenziale. Wie denkst du über dich? Wie sprichst du über dich? Laut oder leise? Entschuldigst du dich viel? Hast du immer das Gefühl, zu viel Raum und Platz einzunehmen? Hast du das Gefühl, Fehler zu machen? Hast du das Gefühl, vielleicht dumm zu sein, wertlos zu sein, nicht geliebt zu sein? Wenn du solche Glaubenssätze in dir findest, dann wirst du auch erkennen in deinem Alltag, welche Entscheidungen in deinem Leben daraus resultieren. Ja? Oft machen wir uns dann klein, passen uns an, leben uns nicht selbst. Und ich möchte dich auffordern, dass du dir bewusst bist, dass du mit jeder Entscheidung, mit jeder Handlung, mit jeder Nichtentscheidung, mit jeder Nichthandlung eine weitere Perle auf deine Perlenschnur fädelst. Und gute Perlen auf deine Schnur zu fädeln, schaffst du,
wenn du dir deiner Werte bewusst bist, wenn du dir bewusst bist, wie deine Werte, deine eigenen Werte in die drei Säulen deines Seins einfließen. Und man könnte die drei Säulen auch den Körper, die Seele und den Geist nennen. Ja? Doch möchte ich das gerne auf unser Weltliches runterbrechen. Das ist eben Körper, Beziehung und wir selbst. Und da haben wir einfach die Chance, immer wieder zu schauen, wo will ich hin, wie will ich leben, wer will ich sein, unabhängig davon, was draußen in der Welt tobt. Das ist so spannend. Richte dich auf dich. Wie sehen die drei Säulen in dir aus? Kennst du deine Seinspotenziale überhaupt? Weißt du, was du brauchst, um ein erfolgreiches Leben zu führen? Und Erfolg ist hier wirklich so, wie du ihn definierst. Ja? Das ist deine ganz eigene Party. Und da hat jeder auch seine ganz individuelle Party. Und lass uns gegenseitig einladen auf unsere Partys und lass uns gemeinsam miteinander feiern. Denn gemeinsam bilden wir eben auch eine große Perlenkette. Und ja, jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wie sieht deine Perlenkette aus? Möchtest du vielleicht noch deine Urwunde lösen? Möchtest du deine Glaubenssätze überdenken, überwinden? Wer bist du, wenn du all das loslässt, was dir eingeredet wurde? Wie stark ist deine Kette wirklich bei Belastung? Schau mal hin. Wie reagierst du, wenn du gestresst bist, wenn du genervt bist? Wie stark ist deine ganz persönliche Perlenkette? Und wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, sie ist brüchig, dann lass uns miteinander arbeiten. Meld dich einfach zum Informationsgespräch für die Seinspotenzial-Coach-Ausbildung, für Heile deine Urwunde. Lass uns miteinander den Weg gehen, denn ich glaube, das ist die schönste und die wertvollste Investition in uns selbst, wie wir unsere Perlenkette pflegen und sie fädeln. In Liebe, deine Schwester im Geiste, deine Linda.